Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Ich habe offscreen einiges getan. Und zwar seht ihr das eine hier schon. Wir haben neue Energiekabel. Das sind die höchsten Energiekabel, die wir haben können. Und heute wollen wir uns mal gucken, ob wir irgendwas mit dem ME-System machen können, wenn wir das Skelett hier weggereckt haben. So, hier mit den Energiekabeln, der hier sollte, hat jetzt 17 Obsidian schon produziert. Hier geht Energie ohne Ende rein. Hier die 7 noch und das habe ich da auch noch verbunden neu. Und hier in dem Raum wird einiges errichtet jetzt. Und zwar weiß ich allerdings noch nicht so genau wie. Beziehungsweise ich weiß es schon, aber mit den Materialien. So, dafür gehen wir mal gerade eben erstmal hier rein. Wir gehen mal kurz auf Applied Energistics. So, und dann müssen wir gucken, was wir machen. Wir brauchen auf jeden Fall hier so ein Ding, ein ME-Interface. Dafür brauchen wir hier einen Logic-Prozessor, der ging nochmal mit einem Scriber Logic und Silizium. Habe ich überhaupt noch Silizium? Nee. In Scriber. Ich habe auch nicht mehr die. Verdammt. Okay. Das bedeutet, ich setze nochmal einen kurzen Cut und besorge mir alles, was ich dafür brauche. Hey und herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt alles und was mir aufgefallen ist, das erste, was wir machen. Was wir machen müssen, wir müssen mehr Energie ins System hinzufügen. Das heißt, wir brauchen ein paar Vibration Chamber. Dafür brauche ich Öfen. 4, 5. Und hier weiß ich. Okay, das. Ah ja, ist ja gar kein Platz mehr. ME-System jetzt. Und Fluix Crystals. Davon brauchen wir ohnehin reichlich. Und jetzt sollte ich die Vibration. Nee, sollte ich noch nicht. So, 5 von den süßen Dingern hier. Habe ich noch Fluix Cable? Flu. Nee, habe ich nicht. Okay, allerdings können wir die schon mal aufstellen. Und zwar sollen die hier hin. So, die werden von hinten angeschlossen und ans ME-System rangeführt. Dann brauche ich mal gerade eben meine Spitzhacke hier raus. Ja. Weil wir den Quatsch hier dann mal abreißen müssen. So. Und den Quatsch drängen mit. So. So, jetzt brauche ich ME-Glaskabel. ME.
Nur immer ME. Okay, haben wir nicht mehr. Aber hier. ME Glaskabel Flux. Kann ich die zufälligerweise? Nein. So, davon brauchen wir echt eine Menge. So, 61. Jetzt können wir hier hinten die nämlich alle schon mal verbinden. So. Jetzt soll hier vorne das Interface ja hinkommen. Und jetzt muss ich aber mal gerade gucken, wie ich es mache. Also ich brauche auf jeden Fall eine Energiezelle, die hier hinkommt. Also, was brauchen wir da? Hier, die Storage Cell möchte ich haben. Dafür muss ich hier das haben, das habe ich glaube ich sogar. Falsches Terminal. So. Okay. Gut. Flu X. So, und was war das andere? Das Glas, ne? Ah ja, das ist okay. Das heißt, ich brauche diese nicht, habe ich eine Sägemühle? Nee, ich brauche, wie heißt es? Quarz. Quarz Grindstone und einen mal Wooden Crank. Und Flu und ein Stack Flu X. So, wo stelle ich den Grindstone auf? Ich würde sagen, wir stellen ihn hier neben in unsere Technik-Ebene. Und dann können wir hier erstmal einen Stack durchkurbeln. Das dauert jetzt eine Weile. Darum würde ich sagen, setze ich hier nochmal einen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich alles durchgekurbelt habe. So, und da bin ich auch wieder. Ich habe gerade alles durchgesiebt. Jetzt haben wir 64 Flux Dust. Damit laufen wir jetzt mal gerade eben wieder rüber. Und craften hier mal ein paar Dinge von. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brauche ich davon. Ah, ein Pure Certus Quartz Crystal. Ja, das kann etwas schwieriger werden. Weil die habe ich mir nicht liefern lassen. Und den herzustellen dauert ewig. Das bedeutet, ich gehe nochmal zum Professor Ente, frag ihn, ob der da irgendwo noch einen rumfliegen hat. Und ja, bis gleich dann nochmal. So, ich war gerade bei Professor Ente, er hatte tatsächlich noch was da rumfliegen. Und zwar hat er mir ein Stack gegeben, weil er damit anscheinend irgendwas in seinem Labor baut. Und ja.
Er meinte auch, dass es ein paar Schwierigkeiten beim Labor gibt, aber dass wir dann in ein paar Tagen drüber reden. Und ja, gut, wir wollten jetzt den Logic Prozessor bauen, ne? Habe ich die Maschine? Nee, habe ich noch gar nicht aufgestellt. Wie heißt das nochmal? Inscriber. Inscriber. So, was brauchen wir denn dafür überhaupt? Dafür brauchen wir einmal Silikon und einmal Inscriber Calculation. Inscriber Logic, Silicon. Also das und das. Und Pure Uppsala. Pure Dingensbummens. Und Silikon. Und ja, dann war es das eigentlich schon. Ah nee, ich brauche noch Redstone. Aber zack. So, du kannst das schon mal machen. Und jetzt hole ich mir gerade nochmal Redstone raus. So. Dann hier den rein. Ist auch richtig, oder? Ja. So. Dann hätten wir jetzt gleich unseren schönen Prozessor und können die Energiezelle, ja, craften. So. Da haben wir eine Dense Energy Cell. Die stellen wir exakt. Ja, wo stellen wir die hin? Ich stelle die einfach mal hier hin. So. Dann verbinde ich das hier mal gerade eben auch direkt mit Fluix-Kabeln. Und jetzt sollte die sich eigentlich aufladen. Ah ne, sollte sie noch gar nicht. Weil ich erst Kohle brauche. Coal. Und zwar 5 Stacks. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir direkt mal einen sechsten mit. Das. Und da. Da und hier auch nochmal und hier. Okay, dann folgendes. Jetzt müssen wir das ME, müssen wir gucken, wie wir das mit dem ME-System machen. Also, was ich persönlich sagen würde, ist, dass hier das da. Okay, wir brauchen jetzt folgendes. Wir brauchen hier so einen ME-Controller. Den sollten wir craften. Nee, noch nicht. Dafür muss ich erstmal noch ein paar. Noch etwas machen. Und zwar, wo war er denn jetzt? Hier. Brauchen wir da Inscriber Energy und Silikon. Inscriber Energy. So, das hier weg. Dias haben wir. Silikon haben wir auch. Redstone haben wir auch. Gut. Ein Dia, ein davon. So, ein Silikon, eins davon, das hier raus. Einmal das, das, das. Damit wir hier den ME-Controller haben können, weil in einem ME-System kann man nur hat man nur 8 Channel. Das bedeutet, das hier ist ein Channel, das hier ist ein Channel, das hier ist ein Channel, das hier ist ein Channel. Ob das ein Channel ist, weiß ich noch gar nicht. So. Und wir müssten
Hier kommt jetzt ein ME-Controller hin. Und dann wird hier nach hinten geführt. Und dann können wir an diese speziellen Dingens können wir weitere Channel errichten. Also immer 8. Gut, E-Controller. Also das hier ist jetzt echt schon fortgeschritten da. Pure Fluorix. Das muss man. Ja, super. Ich würde sagen, bis gleich, ich fahre nochmal kurz rüber. Hey und herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe gerade war gerade bei Sieg, der hat mir die relativ günstig überlassen. Und ja, hier haben wir sie. Pure Fluix Crystals. So, dann haben wir hier nämlich den ME-Controller. Und jetzt fällt mein ME-System aus. Exakt. Jetzt gleich, wenn der die Energie verbraucht. So. Weil jetzt kommt hier ein weiterer ME-Drive hin. Und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Ja, jetzt wird es nämlich mit Energie versorgt. Gerade. Und die Platten hier nehmen wir raus und fügen sie hier ein. Bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier. Okay. Gut. Und jetzt können wir eigentlich schon mit dem richtig Fortgeschrittenen anfangen. Dafür brauchen wir zuallererst mal hier so eine 1K Crafting Storage. Dafür brauchen wir eine Crafting Unit. Dafür brauchen wir Calculation Prozessor, zwei Stück. Und Logic Prozessoren. Gut, aber vorher gucken wir, was wir hierfür brauchen, für den Crafting Monitor. Da brauchen wir das gleiche. Also vier von Calculation. Vier von den Calculation. Calculation. Dias. Das habe ich. Dias habe ich. Und, womit machen wir nochmal die anderen? So, mit Inscriber Logic. Gut. So, und das können wir jetzt allerdings schon mal genau aufbauen, so wie wir es haben wollen. Inklusive Alloy-Smelter. Und zwar kommt der Alloy-Smelter hier hin. Der Inscriber kommt hier hin. Ah, der hat gar keine Energie, ne? Das ändern wir aber gerade eben ganz rasch. So, und jetzt können wir hier mit dem Arbeiten später. Braucht er hier die Energieversorgung gar nicht mehr? Weil hier kommt noch was hin und dann kommen hier Kabel hin. Und durch das, was hier dann steht, ist das dann so verbunden, dass wir craften können. Wir machen dann verschiedene Karten für die verschiedenen Prozessoren. Und dann können wir das vom ME-System hier den Auftrag geben und der liefert das wieder ins ME-System. Ich persönlich finde das echt nice. Vorausgesetzt, das funktioniert alles so, wie ich es möchte. Und ja, ich habe gerade keine Internetverbindung. Darum bin ich immer noch Alex. Ich weiß eh noch nicht, warum. Gut, jetzt wollte ich die 1. Und da kommt. Was kommt da? Ich glaube, Inscriber Call. Ja, so, davon müssen wir jetzt 4 Stück machen. Oh, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar Gold. Oh, ich habe nur noch Stackgold. Ich muss dringend anfangen durchzuschmelzen. Aber das wird die erste Sache sein, was der hier vollkommen automatisch macht. Und jetzt brauchen wir die Logic Press.
Da brauchen wir zwei von. Jetzt Silikon. Ich sag dir immer Silizium zu, weil was du im Boden findest, ist Silizium. Raw Silizium. Aber das gibt's hier gar nicht. weil ich eine andere Version benutze, glaube ich. So, hier von den brauchen von den Printed Silicon brauchen wir 6 Stück. Bin ich froh, wenn das alles automatisch geht. So. So, und jetzt ordnen wir das mal kurz. Und zwar so. So. Und so. Zack, weil dann geht das schneller. Aber was ich halt gut finde, ist, dass du durch diese automatische Siebanlage da drüben schon so viel produzieren, dass wir keinen Mangel mehr haben. Okay, an den manchen Sachen haben wir Mangel, aber da habe ich mir auch schon was rausgesucht, wie das dann schneller geht und so. Nur, das sind 8 Real-Life-Stunden, die ich warten müsste, um einen zu züchten. Und Professor Enter hat dafür auch Verständnis. Er hilft mir ja gerne. Er meinte nur, ich sollte ihm dann auch irgendwann mal helfen, wenn er irgendwas braucht. Hab ich, aber da wäre ich natürlich ja gesagt, weil hätte ich auch so gemacht, hätte er mir nichts gegeben. So, jetzt hätten wir das. Das war's, glaube ich, ne? Ja. Hier rein und. Eins und zwei. So, jetzt brauche ich hier nämlich den hier. Dafür brauche ich einen Logic-Prozessor. Was brauche ich hierfür noch? Zusätzlich einen E-Storage. Ein Calculation brauche ich. Also erstmal machen wir jetzt unseren Logic. Schritt für Schritt machen wir jetzt alles. Silikon. So. Okay, jetzt sollte ich den hier mit. War das nicht so den und den? Nee, das war anders. Ah ja, ich brauche erst das Teil hier. So, jetzt haben wir die 1K und die wird hier hingesetzt. Jetzt verwandelt die sich. Jetzt haben wir hier Crafting-Status, so nennt man das. Hier mal kurz durchschlängeln. Ich möchte jetzt allerdings noch einen Crafting-Monitor, ist jetzt nicht so unbedingt notwendig, aber dann sieht man, woran der gerade arbeitet. Und dafür brauche ich einmal auf jeden Fall ein Calculation. Logic, Inscriber, Calculation. So. Einmal Silikon noch. So. Zusammen mit einer Redstone Torch.
Holzlohn habe ich. Habe ich noch Sticks? Habe ich auch noch. Crafting Unit. Zack. 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 So. ME. Ja, das. Dann Illuminated. So, hier. So, und dann haben wir den Crafting Monitor. Den setzen wir hier jetzt ebenfalls drauf. Und hoffen, dass unser ME-System nicht schlapp macht. So, jetzt hätten wir hier das. Und jetzt brauche ich allerdings noch eine Sache. Und zwar eine sehr entscheidende. Was haben wir für Wolle? Wolle. Lei. Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Das und Weiße. Und zwar müssen wir jetzt aus den Fluix-Kabeln sogenannte Covered Cable machen. Aus den Covered Cablen machen wir hier diese Dense Cable. Mana. Was, nur eins immer? Alter, geil, wir haben zwei Dienstkabel. Und die werden hier hinten angeschlossen. Die sind richtig fett. Und jetzt brauchen wir noch eine weitere Sache, damit wir zum Beispiel den Alloy-Smelter schon mal bedienen können. Da muss ich aber gerade selber mal gucken, was war das denn nochmal? Hier das Ding, genau. Ein ME-Interface brauchen wir. Ein Logic-Prozessor wieder und... ja, ich brauche zwei Logic-Prozessoren. So, Logic-Prozessor. Gut. Davon müssen wir jetzt auch wieder direkt zwei machen. Und wird heute eine etwas längere Folge, habe ich das Gefühl. Weil ich auch gecuttet habe. Und Silizium natürlich wieder. Ups, natürlich kein Silikon mehr mit rein. Gut. So, und jetzt können wir hier die Dinger nämlich anfertigen. Und zwar... hier einmal das hier. Und einmal das hier. Moment mal, ich hab doch noch. Ja, nice. Okay. Wo hab ich denn mein Fleisch? Da. Die Diapik. Ach ja, meine Fresse. So, Obsidian. Obsidian. Und Flint. Flint. Und Steel.
Okay, Flynn. Jetzt hier muss ich mir noch mal eins machen, damit wir es überhaupt anzünden kann. Die Ressourcen hier kommen alle wieder ins ME, weil ich davon nichts verlieren darf. Genauso wie Kohle, das, das. Gut, und jetzt müssen wir hier mal gerade eben, richten wir das einfach mal hier. 1, 2, 3. 1, 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, und nochmal kurz was futtern. Und viel Spaß. Gut, weil wir brauchen jetzt tatsächlich ein bisschen Quarz. Muss nicht viel sein. Es reicht eigentlich schon, eins abzubauen. Oh, Minecraft, keine Rückmeldung. Oh. Nice. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich Quarz habe. Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer, zur Weiterführung der Folge sozusagen. Ja, ich bin hier gerade im Nether gewesen und die hat sich ein Portal erschaffen. Ist gar kein Problem, ich muss jetzt nur rüber zum Hauptbahnhof laufen, auf dem Weg die Zombies klatschen und dann können wir in unsere Base wieder fahren. Und ja. Autsch. Autsch. Autsch, Autsch. 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 Verpiss dich. Verpiss dich, du scheiß Creeper. Boah. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. So. Nein, nicht hoch zu Rods. Hier kann ich eigentlich auch noch mal was mit rausnehmen. Weil das nach und nach eh alles rüber muss, wieder ins ME-System rein. Damit diese vermaledeite Kiste weg kann. So. Und go. Okay. Ja, hier wieder den Weg. Ich werde den auch nochmal umbauen mit Rods Hilfe. Beziehungsweise ich werde Rod fragen, Rods, ob der das machen kann. Und zwar jeden Block powered Schiene. Dass wir mit einer Affenzahn hochrasen. Und ja. Gut, wir sind jetzt fast wieder zu Hause angekommen. Jetzt ist gerade Nacht. Und ich gucke übrigens mal, ob ich vielleicht in der nächsten Folge den Shader wieder reinhauen kann. So. Ja, hier hatte ich einmal geschossen aus Versehen. Und gehen wir mal runter. So, dadurch, dass wir jetzt das Quarz haben, können wir uns im E-System halt weiterbauen. Was brauchte ich denn eigentlich? Ach ja. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar. Brauchte ich hier so ein schönes Gerät? Wo ist es denn? Hier ein ME-Interface. Dafür brauchte ich das, genau. So, bisschen Quarz.
So, und hier laden wir alles mal rein. Dass ich mein Essen weggetan habe, war gerade nicht so intelligent von mir. Jetzt sollten wir das hier craften können. Oh, direkt zwei, das ist auch gut, weil wir hier einen hinsetzen und hier einen. So, und jetzt passt auf. Folgendes. Jetzt, ah ne, wir brauchen noch eine Sache. Und zwar Blank Pattern. Blank Pattern. Aber die sind relativ easy zu machen. Davon machen wir auch mal direkt ein paar mehr. Und unser Eisen geht aus. Aber das ist jetzt gar kein Problem mehr. Ah, scheiße doch noch. Wir brauchen doch noch eine Sache. Eine einzige. Und zwar. Wo ist es denn jetzt? Hier unten. Brauchen wir ein ME-Pattern-Terminal. Dafür brauchen wir ein Crafting-Terminal. Dafür brauchen wir. Was fehlt uns dafür? Also, wir brauchen 1, 2, 3 Logic-Prozessoren. 3 Logik-Prozessoren. Das heißt Gold. Wartet mal, jetzt möchte ich mal gerne wissen. So, 3, genau. Silizio 2, 3, 4, 5. Das. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Dias. Ich brauche auf jeden Fall Redstone. Fünf Stück. Dann Dias 2, glaube ich. Pure Pure Einer und natürlich die in nehmen wir auch mal alle mit. Oh nein, den Infuser nicht. So. Und hier hauen wir jetzt Gold rein und Logikpresse. Dann wird Gold hergestellt. Ich meinte natürlich Printed Logic Circuit. Circuit. So, als nächstes machen wir das mit dem Silizium. Silikon. Boah, ich werde mir das. Muss mir das echt umgewöhnen. So. 5 Stück davon. Das hier ist heute echt eine lange Folge, nur wir machen auch wichtige Sachen so, ne? Wir machen heute das gesamte ME-System mit einer Fabrik hinten drin. Gut, sie wird nicht komplett sein, da wir zu wenige Kabel herstellen. Aber ich meine, hallo, ist schon eine große Sache hier. So, dann hätten wir das. Was brauchen wir noch? Der wird aus einem Dia gemacht und der aus einem Pure. So, ein Calculation. Und dann Inscriber, ne? Oder Logic. Ne, Inscriber. Oh, ich muss niesen.
Oh, sorry. So. Boah, aber das wird wieder so viel Arbeit, das zusammenzuschneiden mit den ganzen Cuts. Okay. Jetzt hauen wir erstmal die hier durch. So. Dann den hier. Und ich dachte also am Anfang, boah, ist das kompliziert. Aber ist es ja eigentlich nicht. Wenn man es einmal kann, dann versteht man auch die Technik dahinter. Okay, brauchen wir noch irgendwas? Hier brauchen wir ein Crafting Table, da das. Also drei Logic Prozessoren. Das haben wir. Das können wir machen. Das können wir alles machen. Den können wir machen. Calculation haben wir. Und den haben wir auch. Gut, ich glaube, das war's erst einmal. So, zack, zack. Das hier, zwei davon. Und da, zwei davon. Da, eins davon. So, das, einen davon. Hier jetzt das ME Crafting Terminal. A much bigger table. Wie schön, dass wir diese Folge so viele Achievements bekommen. Und ein Pattern Terminal. Nee, wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass ich Donnerstag und Freitag mache und du Samstag und Sonntag. Gut, jetzt haben wir das ME-Pattern-Terminal. Und das müssen wir jetzt hier nur noch dran klatschen. Und zwar klatschen. Habe ich noch. Nee, ich brauche noch FluX-Cable dafür. Natürlich, wie auch überall. Und dann das. Und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt legen wir hier die Blank Pattern ein. Und jetzt holen wir uns zum Beispiel, wartet, so. Hier stellen wir erstmal um zu einem Processing Pattern. Und jetzt könnten wir hier sagen, ein Eisen wird aus einem Iron Gravel gemacht. So, dann haben wir den Pattern. Und jetzt gehen wir hier zum Beispiel. Wo gehen wir nochmal hin, um das einzulegen? Nee, gar nicht. Da gehen wir, glaube ich, hier hin. Ja. Und legen das Pattern hier ein. So, und jetzt schaut euch das mal an. Wenn ich jetzt hier auf Iron gehe, nehme ich die hier mal raus, dann steht hier Craft. So, und dann können wir hier zum Beispiel plus 1000 machen. Next. So, hier steht dann ja, blablabla. Aber ich kann nicht starten. Ich glaube, das liegt daran. Ja, was ist denn, wenn wir jetzt hier plus 10 machen? Dann kann ich starten. Dann seht ihr hier neben uns, sollte es eigentlich anfangen zu starten. Ja, und das tut es auch. Und jetzt gucken wir. Hier mache Iron. Hier steht jetzt zwar immer noch Craft, aber ich glaube, das wird hier gerade abgewickelt. Wenn wir hier nämlich mal reingucken, sehen wir hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und das müsste dann jetzt gleich fertig sein. 7. Und dann werden die, glaube ich, rausgezogen, alle, ne? So, 10. So, und das kann man halt immer weiter erweitern hier, ne? Das gesamte System. Und das war so das, was wir jetzt hier gemacht haben. So einfach. Einfach ein bisschen Fortschritt reingebracht. So, aber wieso wird das jetzt nicht abtransportiert? Eigentlich
sollte das automatisch ins ME-System. Gelangen. Ironcraft. Naja, aber ich meine, dass der das hier schon mal automatisch macht, ist ja schon mal gut. Und da gucke ich mir aber nochmal ein Tutorial zu an. Ich würde sagen allerdings, das war's jetzt endgültig mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.